Wow, man. Yeah, yeah, you go into another dimension. You're having fucking LSD here on the song. So, das ist unser Weg zur Sauna. Ich glaube, den habe ich noch nie gezeigt. Ja, also da hinten steht mein Auto da, so in der Eckrichtung. Und ja, jetzt bin ich da. Wunderbar. So, I'm here with Michael, mein griechischer Freund aus Australien. Yeah, always go cross-eyed when I do saunas. How long we know each other? 15 maybe? Huh? 17 years. 17 years? No. Since 2015, huh? I guess, no, since no, Joey. 10, no, earlier. Earlier? You know, yeah, me before? 2008, 10. Before Joey? Yeah, we met before Joey, yeah, and then you met Joey. Yeah. So, also wir gehen auch schon eine lange Zeit zurück und darum gehen wir auch immer in die Sauna zusammen. Ja, so. How's that for German? Yes. Das ist fast nicht nur was, also für Frudenfragen. Was hat das Nasses geht? Gut. Very good. Gut. This is what they say. Or talk straight. You can become president in Germany. Bundeskanzler. My name is Schmülz. And the head guy. Schmülz, was heute mache ich mal mit dem Michael einen kurzen Rundgang mit dem Karton. Und wie man sieht, auch bei den Jetskis sind Marianablätter drauf. Leute, Carp. Ja. Okay, ich hoffe, mal Carp. We look. Thank you. Good. Ja, überall wird es bedruckt. Also die Zeichen der Legalisierung sind überall hier. Wir laufen jetzt gerade mal hier an der Beachpromenade, Strandpromenade entlang. Wie man sieht, es ist also wirklich viel los hier. Jede Menge, many young people are here, jede Menge junge Leute hier. Ne? All teenagers. Not us. No, we are teenagers. Yeah, we are, yeah. Yeah. I just turned 19. Yeah, me too. 18. So, teenager walk hier am Strand von Patong. And he wants to go back to Australia. Why don't if he sells his place at 3.2, he goes home with about $120,000 or $130,000. He's not going to fucking buy anything. Yeah. You buy a house, and I was lucky. I bought a house for $500,000. Now it's worth 1.5 in 7 months. Oh, 7 years. Yeah, I was really good. Lucky. Just before everything went bush, so I was very lucky. But if I had to buy a house now, minimum to buy a decent house, you're talking about $800,000. How are you going to make the money? How are you going to get this That's money? It. I mean, unless you made it on cryptocurrency or whatever, how to make this money? Well, my mate just inherited $900,000, so he's got a job, but he wants to. Was to buy 200 acres out in the middle of nowhere. I'm don't do that. Now I want to look, there's a happy cannabis there. Wir wollen ja mal ein bisschen schauen, was es alles an Cannabis-Läden hier ist. You want to go that side of the road? Yeah. Okay. So, here, happy cannabis. Good. Hier ist Banana Disco, die gab es schon, als ich hier 91 war. Finish. Weiß nicht, they open again for no sure. No more bananas. No more bananas. I'm sure they open again. They renovate maybe, or maybe he's tired of it. That's all his property. You can't spell banana. Banana. Is this 2N or what, banana? 2N. Yeah. In Thailand, one is enough. Jetzt sind wir kurz vor der Bangla Road. Ich habe jetzt gehört, dass da auch viele neue Cannabis-Läden aufgemacht haben. War jetzt schon eine Woche oder noch länger nicht mehr. Mal schauen, was da passiert ist. Ja. Und mit mir der Michael als Translator for the English Community, for the Greek Australian Community. Grechen-Australien. Grechen-Australien. Ich treffe gerade den Julian, ich bin heute ohne Brille, weil ich aus der Sauna komme und du hast dafür Brille, da passt es ja. Und du kennst mich tatsächlich von YouTube. Von YouTube, ja. Okay. So, Bangla Road bei Tag. Hier kann man also reinfahren tagsüber. Ab 6 Uhr wird es dann geschlossen. Und jetzt schauen wir mal, hier haben wir Happy Cannabis, schau her. Ich glaube, hier kommt auch ein Cannabis-Shop rein, wenn wir alles täuschen. Cannabis. Happy Cannabis. Also Cannabis-mäßig hat sich viel getan. Hier Happy Cannabis haben wir da vorne auch rein. Und dann haben wir hier Cannabis Heaven. Ja, dann... Ja, hier haben sie auch einige Sorten hier. Gut.
Tiger. Gut. Ja, wie man sieht, wird es überall verkauft jetzt in der Bangla. Die Legalisierung ist im vollen Gange. Hat nochmal versichert, dass er hier sehr guten Weed hat. Man kann auch für 300 Watt einen Joint kaufen. Ich finde, das ist okay. Und hier ist die Lizenz. Ich zeige euch mal die Lizenz. Hier ist die Lizenz. Auch Cannabis hier. Thai-Stick. Ja, überall jetzt. Weed now legal in Thailand. Weed Shop, gut. Ja, Bangla Road, schaut es euch an, es ist noch tagsüber. Wann wir jetzt schon, ist der third one, I think we walk, let's see how many come. Can't catch an airplane, you can't walk. No, you can't walk, no, you won't get there. Swimming's really hard too. So how many did you come on here? 5 weeks. 5 weeks? 6. My old friend, he came many years already. Suit. When? I make the, like a God. I have 5 suits already. God make for you, man. I make for you, gentlemen. I already have 5. Put it in support. He have the best suits in town. You better get a suit, right? You didn't see that, yeah? You see I saw a guy yesterday. He said he's the best, but I said no, he's the best. You're the best. No. I cannot say that. No, no, you are okay. But you're only joking. When you but I need underpants. Sure, I make for you. It's a chicken leather I have. No, elephant trunk, so I can put the inside. You know, good for you. Yeah. So if I get horny, I just scratch it in. Come and just look in my shop now. Ja, wie gesagt, wir sind auf der Bangla Road, meine Haare, vielleicht sollte ich noch eine Daya-Kaprille aufhaben. I make my hair a little bit more, look more wild. And there's no disease here, this is quite clean. Er hat keine, disease. You see, I can put my hair on you, look. Finally, finally. Finally, ja. Ja, tagsüber dürfen die ja hier stehen, nach Feierabend, dann immer. Also ab 6 wollte ich sagen. Spidey! Get him to do. Hello, how are you? Sunny. I was in der City. Das Tattoo-Studio, die waren ja sonst da drin, glaube ich, auf der rechten Seite. Die haben jetzt hier durch Corona. Shop hier, der riesen Shop heute, Celebrity Ink Tattoo, it used to be inside. So for them, Corona was good, they expanded here. Everybody has a different thing out of Corona. Yeah. They did it good, yeah. And was it painful? No, I took something before. Okay, so it was alright. Tattoo scheint ein super Geschäft zu sein. Schaut euch mal den riesigen Laden an, die haben glaube 30 Stühle da drin. Gerade mit ihm ausgemacht, dass wir mal ein Video machen. Also ist ein riesen Tattoo-Studio hier mitten von der Bangla Road. And sorry, what's your name? Max. Kun Max Thomas. So I see you soon, okay? Thank you. Where are you coming Good. From? I never seen you long time. Isoi then in Irviskuli, in Apli. Okay. In English that means life's not difficult, it's simple. But the manager used to be here, is not here anymore. Now they have a Thai management. Oh, okay. So, but the owner is Australian. See, one guy had a tattoo and the man spelt it wrong across his chest and it had born looser. Also hier die Bangla Road tagsüber. Hier haben wir nochmal einen Happy Cannabis Laden. Direkt neben Burger King. Cannabis. Ist King at the moment, also läuft anscheinend. Ja, da hinten stehen die Sorten drin, die sie verkaufen. Special Brownie Cookies. Brownie. Ah, okay, they have THC Brownies auch. Yes, CBD. Good, and you have also Cannabis Coffee and Mocktails. Yeah, sure. Very good. Cannabis Coffee and Mocktails. Mm. Good idea. Thank you. Good that it's legal. Huh? Yeah, good, yeah. Good. Certificate. Don't worry, be happy. Certificate.
Ja, wir sind immer noch auf der Bangla und ihr habt ja gesehen, es gibt einige Cannabis-Läden hier. Hier ist noch einmal eine. Cannabis. Die haben aber hier nur so einen Straßenverkauf. Schau her. Oh, what is this? A cat? It's a cat with a little bell. Baby or what? A little bit. Yeah. I think 3 weeks. I adopted her 2 days ago. She's a stray cat. You don't have gun and you should make small. Oh, she looked beautiful, huh? Yeah. They're good cats. This one like a tabby. Also hier gibt's Tee. That is strong. Und Radio geht angekommen und jetzt laufen wir dann langsam wieder zurück. Wie ihr seht, ist immer noch tagsüber, 4 Uhr vielleicht. Was Zeit ist es? Vor 5 schon. Ein anderer Laden, da wird noch einer aufgemacht. Schau her. Juicy Buds. Kommt noch ein Marihuana-Laden, also das ist hier voll im Trend und kommt immer mehr. Das ist der Jeffrey, der macht jetzt hier auch einen Laden auf. Das ist der Manager hier vom Sugar Club. Das ist eine Disco hier. And how is Sugar going again, okay? Ah, yes. Yeah, good. So I should visit you. Mm-hmm. This is the, and that's the toilet, and then you can go to the lounge. So, hier ist der Dispensary, also Verkaufsraum auf Deutsch. Dann hier. And what is this? Oh, now we are in the other building, right? Yeah, this but normally you cannot come from that side. Yeah, you're gonna close it off. You have to come this side. No, this will be good, I think. So you got all the aircon and ventilation in to yeah, suck it up. Yeah. Good one. Nice. Okay, so on Saturday you open. What time? From 6 o'clock or invitation. You can come at 9. Okay. So jetzt sind wir in der Soy Sea Dragon in der Bangla Road. Hier machen sie gerade alles fertig für die Nacht. Hier das alte Holzspiel mit dem Hämmern, immer noch gut. Nice game. Many nail inside. Hang rang. Hier ist der Gentleman's Club, Harlem. Upside down. Gabna. Oh, gut. Upside down. Nein. Australia. Don't tell her. Miss Daisy, the lover, lover, lover. That must be, this must be a man club, huh? The lover. Yeah, you can only go there if you could do, if you could speak like this. You're allowed in. If you could flap like that, you're allowed in. Hello. Oh, look at those beautiful, handsome boys here, huh? Yeah. Hmm? So you were there last Thursday, is that right? Yes, yes. Ich war da letzten Donnerstag, ne? Tonight we go together, right? Oh, tomorrow, Miss Stacy. We can hold hands so that just in case they invade us, protect each other. Schau her. Ja, es ist auch hier sieht man ja, die bereiten sich für heute Abend vor. Es ist bestimmt ein bisschen was los heute Abend. Ja, so maybe it's in that way, but I'm not gonna. Wir sind jetzt in der Soy Sea Dragon. Hier sind die ganzen Gogo-Bars tagsüber. Hier ist alles wieder auf, alles ist wieder normal. Ja, Susie Wong ist immer schön, da wird man ein wenig ausgepeitscht, wenn man reingeht. Aber es tut nicht wirklich weh mit diesen komischen Gummidingern. Aber da dürfen wir natürlich nichts aufnehmen, wenn man reingeht. Das wollen wir nicht, kann man auch verstehen. Hier, schaut es euch an, hier, Diabolo. Diabolo. Diabolo means devil in Greek. Devil, and yeah. Italian. Oh, okay. Diabolo means devil in Greek and Italian. Yeah, they're all getting ready here, the girls. Bangla 9, sexy. Ja. God, this is my friend used to come here all the time. Ah, ist schön hier. Also hier
Somewhere here was that this tattoo, they moved to the corner here. Yeah. Die waren irgendwo da, die Tattoo-Leute, aber die sind jetzt ganz nach vorne gerutscht. Tattoo ist ein gutes Geschäft. Ist unglaublich. Jeder lässt sich tätowieren. It's amazing how many people go for a tattoo. They never made a dime with me, that's for sure. Absolutely. I much rather go eating than spend the money like that or having a few beers. Unless you've got something you really, like it's purposeful, spiritually. You know, yeah, but some people, you know, they can do what they want, I guess. Just it doesn't matter. Soul on the forehead. Yeah. Aschenbecher. Ja, und jetzt sind wir wieder in der Bangla Road. Also das ist unsere kurze Bangla-Reise von heute. Mit den ganzen Marihuana-Läden. Alles ein Wahnsinn. Good for you. But it's okay, huh? What was that? Pink paradise. Is the paradise really pink? I'm asking you. Do you know about this? That's where all the ladyboys are, I think. Oh yeah, here, yeah. It's funny. A gay guy's not paradise, he's bush. It's a bush. Barfang. Alles voller Mädels hier. Schön. Da ist immer viel los abends im Barfang. Ist in der Mitte von der Bangla Road, auch ein schöner Laden eigentlich. Hier looks like Yoko Ono here, you thought. Very good. You thought No, because I thought of that in the hair, Here, Australian Pub here. Ja, wie gesagt, Bangla hier tagsüber mit Lärm natürlich, wird jetzt immer lauter. Da haben wir die Abflüge in Hollywood hier oben. Hey! Das war's erst einmal aus der Bangla Road. Ne? What? Und ja. He thinks I speak German. Ja doch, der redet doch Deutsch. Du sprichst kein Deutsch. Das ist kein Deutsch. Das ist ja unglaublich. Naja, er wird es schon noch lernen. Auch ein Ganja Shop rein. Der ist in Arbeit. Lassen wir uns mal überraschen. So stone. So stone, they forgot to build it. Yeah, that can be. So stone, man, they forgot to build it. That can be. It's empty, like. Let's see. Yeah, yeah, I'm very multitasking. I'm a few, really. There's not many like me. You are probably are too, I know that. Schau hier, jede Menge Touristen hier. Alle sitzen mit den Fallschirmen unterwegs. Jetzt haben wir gleich ein Crossing von, ja, zwei, schaut's euch an. Ja, da ist einer und da ist einer. Sieht man das überhaupt? Ja, das liegt gar nicht mehr durch. Ich sehe es gar nicht auf meinem Bildschirm. Ja, jetzt sehe ich es. Gar nicht so leicht. Ja. Da ist der zweite. Ich werde mal anschauen, aber man sieht auf jeden Fall, wie man sieht, ganz schön was los hier. Hier ist der Eingang zum Patong Beach, auch sehr interessant. Wenn man da dann reingeht, kommt man in die dritte Dimension, in eine andere Dimension. Aber es ist schon was los, kann man jetzt echt nichts sagen. Gegenüber vor einem Jahr oder zwei Jahren. Did you know they put a door here? When you walk through this door, you think it's only a door, but you really go into another dimension. Wow, man. Yeah, you go into another dimension. I'm having fucking LSD here on the time. I'm fucking really getting into the drugs, man. It's cool. Look. Yeah. Look. She's opening the door. Yeah, there is somebody, you see? It might be what? But only works with the Japanese tourists, nobody else. Oh, okay. It can be, yeah. But look how beautiful the clouds are. This is amazing. This is really nice. Very beautiful picture. So, ich fahre jetzt hier in der Nana Road. Und hier, auch hier gibt es einige neue Weed-Läden. Ich versuche die mal aufzunehmen. Thank you.
hier noch einmal der Cannabis-Shop. Mehr. Super, give me five.